Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und damit leider auch zu dem letzten Vlog, den wir jetzt hier auf Ibiza machen. Linda und ich sind gerade schon auf dem Weg zu Atlantis. Ich zeige euch das einmal. Also es ist halt kein leichter Weg. Es gibt halt, ja. Ihr seht, das ist jetzt nicht so ein normaler Wanderweg, wie man ihn kennt. Und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, da runterzukommen. Ich glaube halt auch trotzdem, dass die wenigsten da den genauen Weg kennen. Ich glaube, hinter uns sind auch noch irgendwo welche. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt für uns hier weiter runter. Ist auch so krass eigentlich hier. Normalerweise, man sieht ja diese Kletterhaken. Die Einheimischen, die klettern halt auch an diesen Wänden hier. Und hinter diesem Berg, also da irgendwo, ist Esvedra. Hier kriegt ihr noch ein paar Geheimtipps, beziehungsweise so geheim ist es bald gar nicht mehr. Hier kommen auch schon wieder welche. Ich klettert da jetzt rauf, der von da oben springt, da runter. Ich halte davon immer eigentlich gar nichts. Ich mag das auch überhaupt nicht. Ich habe eigentlich immer nur Schiss. Und er freut sich immer so richtig auf den Tag und denkt so geil, Klippen springt. Ich denke so, nee. Vor allem die Strömung hier ist echt stark, also darf man auch nicht unterschätzen. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön froh, dass da gerade so ein Skipper ist. Und hier rechts neben uns auch noch Leute. Irgendwas passiert, echt. Was ist das? Aber er will es unbedingt ein bisschen machen. Hallo. Und wie war's? Ja, war echt richtig gut, Leute. Hat viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, aber es ist schon relativ hoch. Und ja, aber in dem Moment, wo man dann abspringt, ist es schon ein krasses Gefühl. Du hast halt diesen freien Fall. Das ist auf jeden Fall immer wert, macht sehr viel Spaß, aber ist halt auch ein Akt, hier herzukommen. Und das gleich alles wieder hochgehen. Ja, jetzt gleich wieder alles hoch und das halt auch in der Mittagssonne. Eigentlich krass, wenn man bedenkt. Ich habe auch mal bedenkt, dass ich da auch eben gerade noch drin war. Und das Ding ist, Linda und ich waren schon mal im Oktober hier, also Mitte Oktober. Und da sind wir auch an einem richtigen stürmigen Tag hierher. Da war das einfach gefühlt nochmal einen Tick schlimmer. Und hier ist halt kein Steg, wo man mal eben so ganz einfach rauskommt. Die Wellen reißen einen halt auch immer wieder ins Wasser zurück. Ja, aber echt krass. Echt ein mega schöner Spot. So Leute, Linda und ich sind jetzt frisch von Atlantis zurück und wir sitzen hier gerade auf einem Mercadona-Parkplatz. Das ist eigentlich nichts anderes als, keine Ahnung, Edeka-Parkplatz. Und wir haben uns jetzt hier was zu essen geholt. Ich hab einfach... Ja, wir sind so tot. Ich habe mir Lasagne geholt, die man sich dort in der Mikrowelle aufwärmen konnte. Ja, du holst dir die und dann füllen sie dir eine Portion ab und dann kannst du quasi die bezahlen und hinter der Kasse steht eine Mikrowelle. Und... Ah, wir sind beide richtig tot, fast fertig, hatten gefühlt gerade ein bisschen Kreislauf. Ja, wir haben es mega unterschätzt. Ja, zu wenig mitgenommen zu trinken, zu wenig essen und generell, das war
Ja, war ein ordentlicher Trip, aber wir haben es jetzt hierher geschafft und jetzt wird erstmal hier auf dem Parkplatz zum Mittag gegessen. Ja, Mittag. Ja, Abend. Halb sechs. Okay. Frühes Abendbrot. Frühes Abendbrot, dann guten Appetit. Ja Leute, wir wird's mittlerweile schon den nächsten Tag, eher gesagt auch schon den nächsten Abend. Wir wird's mega den großen Sprung gemacht. Das liegt oder lag jetzt einfach daran, Linda und ich haben uns beide so eine Art Virus eingefangen. Und wir lagen gefühlt heute den ganzen Tag nur im Bett. Die Nacht war auch nicht ganz so cool. Wir haben uns jetzt aber noch Sushi geholt. Essen jetzt noch ein bisschen Sushi. Das haben wir jetzt gerade abgeholt. Ja, gucken dabei noch Fußball. Bundesliga und machen jetzt quasi noch das Beste aus der Situation. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall auch mal unser Sushi. Wir haben uns wieder so ein paar Marks geholt. Darauf freuen wir uns jetzt auf jeden Fall. Da haben wir wenigstens noch mal ein Highlight heute. Ja Leute, es ist jetzt schon wieder ein Tag vergangen und somit auch der letzte Abend für uns. Also zum Glück fühlen wir uns nicht mehr fiebrig. Wir haben jetzt nur noch ein bisschen Hals und Schnupfen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass wir sagen, wir können den letzten Abend jetzt nicht mehr genießen. Wir haben uns jetzt auch schon in unsere Klamotten geschmissen und uns fertig gemacht. Ja, denn für uns geht es jetzt gleich in unser Lieblingsrestaurant nochmal. Und wir werden jetzt aber gleich noch ein bisschen mitfilmen. Und ja. Okay Leute, wir sind jetzt schon fertig mit dem Essen. Ja, sind beide gut satt geworden und ja, jetzt stehen wir hier gerade noch an dem Pool. Das ist halt ein richtig schönes Restaurant, leider kann man die Stimmung nicht so richtig einfangen. Ich habe übrigens Entenbrust gegessen mit Süßkartoffelpüree und so Beerensoße quasi. Ja, ich blende das auch nochmal hier oben ein und ja, also wir gehen jetzt gleich nochmal auf den Hippie-Markt. War das okay? Ja, genau, wir gehen jetzt mal auf den Hippie-Markt, ne? Ja. Und da gehen wir noch einen Kaffee trinken. Ja, wir weil nehmen Olli und ich trinken ja beide kein Alkohol. Ja, genau. Und deswegen trinken wir ganz gerne abends mal einen Kaffee. Ja, das kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Und ja. Oh, meine Nase, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die ist auch so zu. Ganz schlimm. Auf jeden Fall filmen wir jetzt auch ein bisschen, ne? So Leute, Linda und ich sitzen jetzt schon am Flughafen, haben uns jetzt bei Starbucks noch einen Kaffee rausgeholt. Sitzen. Ja, auf den Matcha Latte, sorry. Sitzen jetzt hier bei diesem Paul. Ups. Jetzt in einer halben Stunde ist auch schon Boarding. Und dann geht's für uns zurück. Ja. Achso. Ja, wir haben noch so eine Lunchbox quasi. Hier ist noch ein Apfel drin, ein Proteinriegel und wir haben uns noch so, hier, ist das schon, Bocadillos quasi selber gemacht. Genau. I can't believe that you are mine.